Ja, hallo, ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, ich möchte das Video heute damit starten als kleine Erinnerung. Und zwar habe ich ja gestern darum gebeten, ja, mir eure Meinung mitzuteilen, was ihr gerne als Zusatzserie in Uni hättet oder ob ihr überhaupt Bock drauf habt. Habe ich zwar gestern nicht gefragt, aber zum einen eine Kolonie zu bauen oder einen Spielstand zu starten, eine Serie mit nur 5 Duplikanten maximal, wo man auch, ja, wo ich durchaus auch das Ziel habe, im Weltraumbereich vorzustoßen und so weiter. Das eben als eine Variante oder die zweite Variante ein Spielstand, wo wir nur Strom aus Hamsterrädern erzeugen. Das heißt, kein Kohlekraftwerk, kein, ja, was es sonst alles so gibt, kein Erdgaskraftwerk, kein Petroleum. Und ich weiß, dass das durchaus schwierig werden könnte. Aber ist einfach mal was anderes und ja, ich hätte da mal Bock auf sowas drauf. Also wenn ihr da auch Lust drauf habt, schreibt mir einfach, was von den beiden Sachen euch lieber wäre und ja, ich denke, dann werden wir da auf jeden Fall was hinkriegen. So, musste ich mal erst das Overlay wieder einblenden und auch hier die Priorität noch ein bisschen höher setzen, weil sonst kriegen wir hier gar nicht alles freigegraben. Ja, das hatte ich aber beim letzten Mal angekündigt, dass ich das hier laufen lasse, bis das hier fertig ist. Was mir dann dabei aufgefallen ist, ich habe gerade schon mal kurz hier reingeschaut. Nach wie vor ist es hier nur bis, was heißt nur, aber bis 100.000 Kilometer. Und die haben wir ja alle schon erforscht. Keine Ahnung, ob wir vielleicht erstmal mit einer Rakete zu einem dieser Planeten fliegen müssen, damit wir weitere Ziele bekommen können oder so. Ich weiß es nicht, werden wir alles auch noch wieder ausprobieren müssen. Das hier ist auch alles in Arbeit. Ich habe hier noch ein paar weitere Materialien hochschicken lassen. Die sind aber alle schon verbaut, wie ich das sehe. Deshalb werden wir davon noch mehr brauchen. Und zwar ist das hier Wolframit, Eisenerz und Goldamalgam, was ich hier aktuell gerade eingestellt habe. Wolfram, nee, Eisenerz. So, das brauchen wir alles noch mehr. Und ich habe hier eine kleine Automation rangebaut. Einfach nur, um einfacher die beiden automatischen Räume an- und ausschalten zu können. Schalten wir die jetzt mal wieder ein, damit hier wieder versorgt wird. Das erschien mir als die praktischste Methode, um nicht noch mehr Material hier auszuwählen. Weil wenn ich hier hingehen würde und das Ganze auswählen, dann wird alles, was schon eingelagert ist, runterfallen. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Jo. So, hier geht es dann mal weiter. Ich habe auch schon ausgerechnet. Deswegen können wir das hier eigentlich schon runterstellen auf 1800 Kilogramm und einen dieser Tanks können wir komplett leer lassen. Weil da können wir dann, ich glaube, 107.000 Kilometer mitfliegen. Wenn wir da jetzt noch einen Frachtraum einbauen, was wir auf jeden Fall machen werden. Sehr interessant. Nehmen wir mal Maifisches Gestein, das ist in der Nähe. Ein Frachtraum und 7 Forschungsmodule draufsetzen. Müssten wir damit 107.000 Kilometer weit kommen. Das werden wir dann testen. Ja. Glaube, das machen wir ruhig immer mit 9. Ein Teil auf 9, das kann ich mir merken. Wenn wir es dann mal umstellen müssen und dann geht das auf jeden Fall schneller. Das ist, finde ich, wirklich ein bisschen schade, dass man hier nicht jetzt schon die weiteren Module planen und bauen kann. Ein wenig lästig. Was wir vielleicht machen können.
So, 3. Dann muss ich mal anders zählen. 1, 5 Stück. So, das hätte ich vielleicht vor dem Video auch schon machen können, aber naja. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Forschungsmodule. Dann müsste ja theoretisch. Auf diese Höhe. Die Gantry. So, nochmal für den Abstand. Müsste so. 4, 5. Müsste theoretisch das die Höhe sein. Was war das jetzt? Keramik, ich glaub's ja nicht. Wenn wir das dann eins oder zwei weiter nach oben oder unten versetzen müssen, dann kriegen wir das sicherlich auch noch hin. Leiterkabel aus Wolfram brauchen wir hier. Den Rest. Können wir dann aus Eisen machen? So. Die Gent, jetzt muss ich noch mal eben überlegen, was habe ich denn noch gesagt mit der Automation? Welche muss woran? Diese muss an die Kommando, dann ist das hier. Die an die Gantry muss. Die andere muss dann ungefähr hier irgendwo hin für die Kommandokapsel. Die brauchen natürlich nicht tatsächlich gebaut werden. Allerdings können wir das alles hier jetzt mal auf 5 setzen. Das hier ist fertig. Das können wir dann prioritätentechnisch hier so lassen. Das machen wir eine 1. Jetzt müssten wir wieder warten. Das heißt, müssten, wenn wir tatsächlich müssen, hier. Na, das lassen wir einfach geöffnet. Aber wir können hier mal ein wenig wischen. Und wir können hier weitermachen. Hier müssen wir ja auch noch dafür sorgen, dass wir das Ganze später leer pumpen können.
Bauen wir die mal hier hin. Strom, ne? Strom wäre auch nicht verkehrt. Da können wir noch mit ran. Das Problem ist, da kommen wir nur gerade nicht mehr ran. So, dann sollte das doch noch klappen. Obwohl, ne, wir können ja auch von unten aus dahin. Dann können wir den doch zerlegen und... hier gleich abschließen. Ne, Mensch, so. Da noch eine Automation ran. Also dann müssen wir hier ja auch noch mal wieder Einlass gewähren, um hier alles fertig zu bauen. Da ist sowieso frei. So, zerlegen, 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 zerlegen. Ja, wenn die Leiter da drin bleibt, ist das auch nicht tragisch. Vielleicht gehst du aber erst raus, bevor das andere Ding zerlegt wird. Genau. So. Ein Gas aus. Ach nee, ne? Ich glaube, durch die Leiter hier unten kommen wir da trotzdem noch rein. Das sollte klappen. So, hier kommen wir jetzt wieder. Ah ne, doch nicht. Das fehlt noch. Aber hier unten, da...
Moment, jetzt muss ich aber eben schauen, warum haben wir hier keinen Strom? Das ist dieser Kreislauf, der geht zu dieser Batterie. Ah, da haben wir das Problem. So. Ach Mensch. Ich habe mich ein wenig an eine andere Steuerung gewöhnt, schon wieder. Anta, ach herrje. Da liegen 9. So, und jetzt heißt es schnell sein. Das bist du, Gott sei Dank. Das war knapp. Was mich auch zu der Frage bringt, warum um alles in der Welt ich die Tür noch auf die andere Seite gebaut habe. Schock überwunden. Wo waren wir? Hier. Die darf anfangen zu pumpen. Den setzen wir hoch. Und den setzen wir nicht hoch. Den bauen wir aus anderem Material nochmal neu. Irgendwas, wovon wir noch ein wenig mehr haben. Das dürfte zum Beispiel Kupfererz sein. Weil Goldamalgam ist, glaube ich, gerade hier. Bisschen Magmatit können wir noch wieder hochschicken. Oder auch ein bisschen mehr. Weil das fehlte da oben, das war offensichtlich. Oh, hier ist Party. Okay, hier war Party. Aber Webbeat und Mr. Salamander sind am Zocken. Wer gewinnt? Weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten sie Spaß dabei. So. Das hätte ich garantiert auch schon vorher machen können. Wieder wertvolle Zeit verschenkt. Ich glaube, dass wir den einen Tank schon mal aufladen, voll machen können. Das werden wir auch machen. Wassermarsch, nee, nicht Wasser, Sauerstoffmarsch. Da werde ich gleich ein Auge drauf haben müssen, weil ich muss das ein bisschen versuchen zeitlich zu managen, dass wir nicht zu viel Wasser verschwenden. Das dann hierhin rausläuft. So, jetzt aber, oder? Ja. Sehr schön.
Dann können wir eigentlich beide laufen lassen. Es geht recht schnell. Überschlagen wir doch mal eben, wie viel? Ungefähr 10, 20. Also 500 Liter kann alleine in der Leitung sein. Uiuiui. Das heißt, bei ungefähr 1300, bei, sagen wir mal 1200, schalten wir das Ding gleich das erste Mal aus. Stoppen wir es zur Not. Wir können immer noch ein bisschen nachlaufen lassen. Dieser ist jetzt voll und wenn der gleich bei 300 ist, dann können wir auch den hier ausschalten. Das Tanken geht ja schnell. So, auch dich schalten wir aus. Da ist die Leitung ein bisschen kürzer. Deswegen müssen wir unter Umständen mal schauen. So, wie viel haben wir jetzt hier? 1706, okay. Dann lassen wir den noch mal kurz laufen. Jeden Fall zu viel. So, und hier wir noch 250. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das hier füllt sich jetzt hier und dann läuft der Rest weiter nach hier. Und was hier gleich passiert, da bin ich mal sehr gespannt. Es wird mit Sicherheit kurzfristig sehr kalt und dann wird das explosionsartig hier mit Sauerstoff gefüllt. Nehme ich jetzt gleich. So, die Umwandlung zurück zu Sauerstoff geht super schnell. Wir haben ja nicht mal Flüssigkeit auf dem Boden. Aber was man jetzt hier sehen dürfte, hätte eine viel höhere Dichte erwartet, okay. So, was ist hier? Das war noch zu wenig. 888, na gut, dann lassen wir hier noch mal ein bisschen was durch, auch ein bisschen mehr, dass wir uns die gleiche Reaktion mit dem Wasserstoff auch noch mal anschauen können. So. Ach. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall deutlich zu viel. Das wird interessant. So, die ist jetzt voll und weiter geht's Richtung hier. Für alle, die sich wundern, das letzte Video nicht gesehen haben oder was in diesem, ich habe den auf 0 gestellt und den auf 1800 Kilogramm. So, hier kommt jetzt gleich der Wasserstoff an, der ist noch ein bisschen kühler. Der wird sehr kühl machen hier oben. Ja, das habe ich mir gedacht. Verflüssigt sich auch nicht sofort, aber er macht es. So, und jetzt haben wir hier natürlich gleich eine 9,7 Kilo, 9,6 Kilogramm, ja.
Müssen wir erst warten, bis der Wasserstoff abläuft. Ah, das, da gab es ja noch eine Fehlkonstruktion meinerseits. Mist, das hätte ich eigentlich im letzten Video schon beheben wollen. Ich nehme diese beiden nämlich mehr oder weniger am Stück ab, auf mit einer kurzen Unterbrechung. Das Problem ist nämlich, ich zeige es euch sofort. So, dass wir, dass von hier Wasserstoff kommt und der läuft hier zusammen an dieser Brücke. Das heißt, von hier kommt da auch was rein. Aber hier am anderen Ende gehen wir auch mit einer Brücke weg. Das heißt, der Wasserstoff von hier könnte auch versuchen, in diese Richtung zu fließen. Das Problem sieht man hier jetzt gerade. Deswegen läuft und pumpt das hier nicht vernünftig. Also müssen wir hier das Problem lösen und dann dürfte das gleich sehr viel besser laufen und wir auch hier den Wasserstoff besser abpumpen. Das habe ich nämlich vergessen. So, fertig. Jetzt ist es hier wieder nicht kühl genug. Machen wir da mal 0,5 draus. Dann dürften wir es nämlich gleich wieder ein bisschen kühler haben, nämlich ab jetzt genau. Dann kriegen wir es hier auch besser wieder gekühlt. Ja, also getankt haben wir. Ich denke, wir müssen hier das nächste Modul bauen, genau. Wieder die falsche Taste. Ja, und jetzt läuft das hier nämlich auch vernünftig. Den fehlenden Wasserstoff. Das war nämlich gut, dass wir hier das Ganze so gebaut haben, wie wir es gebaut haben. Da muss es auf jeden Fall, oder wird es auf jeden Fall vernünftig auseinandersortiert. Und alles kommt genau dahin, wo es hin soll. Und wenn es, genau, wenn wir jetzt unten hier gleich den ganzen Wasserstoff rausgefiltert haben, was jetzt der Fall sein dürfte, dann gibt es auch wieder viel mehr Sauerstoff. Ja, theoretisch. Mensch, das flutscht ja jetzt hier. Kann man fast dabei stehen bleiben. Ich denke, dass aber auch hilfreich sein wird, dass wir mittlerweile, oh, hier oben den Stahl eingelagert haben. Ja, auch nicht mehr so ganz viel. Sind die hier gut versorgt? Ja. Das heißt, es gibt Eier. Bleiben wir ruhig mal in der. Oh ne, das sind aber nicht viele Eier. 5 Hatchling-Eier und 2 Paku-Eier. Gut, vielleicht lassen wir hier die Population mal wieder ein bisschen wachsen. Wie viel Material braucht dann eigentlich ein Forschungsmodul? 200, okay. Sauerstoff brauchen wir hier auch noch. Gasleitung 5, so. Legen wir die mal hier durch. Hier
müssen wir wieder temperaturtechnisch aufpassen. Kann das sogar aus Fossilien bauen, das ist ja lustig. Wahnsinn, wie viel Magmatite hier benötigt wird. Das wollte ich auch schon immer mal testen. Das werden wir jetzt auch machen. Wir bauen hier nochmal einen zweiten automatischen Räumer daneben. Mal sehen, inwieweit wir das damit beschleunigen können. Oh, da können wir euch noch ein paar mehr ranpacken. Machen wir mal so. Nö. Da werden wir tatsächlich auf die nächste Rakete, auf den nächsten Raketenflug warten müssen. Bauauftrag zugewiesen. Ich würde das gerne noch eben auflösen in die. Ah, jetzt. So. Was Kerstin, die eingeschlafen ist? Ja. Ja, das beschleunigt das auf jeden Fall. Der obere kann zwar nicht alle erreichen. Das könnte man vielleicht noch verbessern, indem man die. Indem man die anders baut, nämlich gedreht. Ja, das beschleunigt das sogar deutlich. Ja, schön. Das wird unseren gesamten Baufortschritt hier deutlich erhöhen. Wir machen aber nichtsdestotrotz an dieser Stelle jetzt das Ende für dieses Video. Also die Rakete werde ich vor dem nächsten Video fertig bauen, dass wir da nicht weiter darauf warten müssen. Und dass wir dann quasi direkt mit dem Start, die Automation muss auch fertig gebaut werden, damit starten können. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich würde mich sehr über einen Kommentar, über eine Bewertung freuen und sag dann mal bis morgen. Macht's gut. Bye, bye.